Wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar Der große Marktausblick, natürlich mit Mario Lödemann. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich hier heute Abend um 18 Uhr begrüßen, natürlich im Namen von FX Flat. Ich bin gespannt, was der Mario heute mitgebracht hat. Von daher will ich gar nicht lang drum rumreden und direkt zum Risikohinweis springen, denn Sie kennen es alle. Das Webinar dient natürlich wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie das gleich gezeigt, denn nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Das ist ganz wichtig, immer von unserer Seite zu sagen. Ja, denn am Ende müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, das ist ganz wichtig. Gut, das Formelle vorweg. Dann würde ich sagen, Mario, auf unser erstes Webinar. Viel Erfolg. Und wenn was sein sollte, ich bin im Hintergrund. Ich hoffe, alle können mich laut und deutlich verstehen und auch mein Monitorbild sehen. Und dann sage ich herzlich willkommen zum heutigen großen Marktausblick. Wir haben super spannende Zeiten und man kann so viel darüber denken, über die Zeit, die wir jetzt gerade haben. Also gerade als Investor ist natürlich nicht so total einfach, weil wir natürlich fallende Märkte haben, ist auch eigentlich bekannt, wenn man unter dem 200-Tage-Durchschnitt ist, dass man eben von fallenden Kursen ausgeht. Das werden die meisten von euch wissen. Trotzdem möchte ich natürlich heute die Analyse machen, weil ich gehe mal davon aus, dass die meisten auch Trader sind, die heute da sind. Und das ist ja auch meine große Leidenschaft. Ich handle seit über 25 Jahren ausschließlich an der Börse. Bin in den letzten zwei Jahren, sowohl 2020 als auch 2021, auch ausgezeichnet worden mit dem Black Bull Award. Und freue mich riesig, heute hier bei FX Flat das Ganze gestalten zu dürfen. Fangen wir auch sofort an. Wie wird es ablaufen? Ich werde einen Blick auf die Märkte geben, auf den amerikanischen Markt, deutschen Markt, sowie auf Euro, US-Dollar, sowie auf Gold und Öl. Und von da aus gerne eure Fragen beantworten, sowohl zum Thema Börse allgemein, Trading oder eben auch zu einzelnen Aktien, die wir gerne analysieren können. Die braucht ihr dann einfach nur in den Chat schreiben, genauso wie eure Fragen. Starten werde ich wie üblich mit dem großen S&P 500 Index. Und hier müssen wir leider der traurige Nachricht nachkommen, dass wir heute ein neues Tief gesehen haben. Wir haben hier diesen Abwärtstrend wieder bestätigt heute. Der Markt ist kurz nach unten gerauscht. Die spannende Frage wird jetzt einfach sein, wird das jetzt der Anfang sein, dass der Markt hier weiter nach unten wegzieht oder wird es ein Fehlausbruch werden? Das ist jetzt eigentlich die spannende Frage, die uns wahrscheinlich morgen, übermorgen dann Gewissheit geben wird. Erst einmal muss man aber ganz klar sagen, wir haben hier keinen Ausbruch nach oben geschafft. Wenn man sich mal den kleinen Trend anschaut, der ist hier wirklich nicht sehr schön, der ist ja auch runtergekommen. Also es spricht vieles dafür, dass der S&P 500 weiter Schwäche zeigen wird. Wir haben sehr lange eine Unterstützungszone gehabt, auch die zeichne ich nochmal hier kurz ein. Das ist dieser Bereich gewesen. Das ist 1, 2, 3, 4, 5 Mal angetestet worden. Jetzt sind wir genau an dem unteren Punkt angekommen. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Wir haben in den letzten Tagen der abgelaufenen Woche mehrmals gesehen, dass sehr große Abverkäufe da waren. Und die spannende Frage ist einfach, war es das jetzt? Also gibt es hier wirklich nur dieses Fehlsignal oder rutscht der Markt nach unten? Meine Positionierung der letzten Wochen war so bis hier in diesem Bereich hinein ziemlich marktneutral, zum Teil long, zum Teil short, zwischenzeitlich unsere Positionierung zu 90% short. Noch nicht im S&P 500, sondern vor allen Dingen im Nasdaq und im DAX. Warum? Das werden wir jetzt gleich auf dem nächsten Bild sehen. Der Nasdaq selber ist nämlich schon seit langer Zeit in einer Abwärtsbewegung. Man sieht auch hier, der hat sich niemals wirklich etablieren können oberhalb der 200-Tage-Linie, sondern ist hier eigentlich auch wieder heruntergegangen. Ich zeichne das mal in grün nochmal diesen kleinen Abwärtstrend ein, also wirklich auf der kleineren Ebene. Jetzt kommt es immer darauf an, wie zeichnet man es jetzt ein, ob mit zwei oder drei Perioden Short, aber Korrektur. Aber man sieht es hier ganz gut, dass der Markt hier nach unten rauscht, hat die letzten Tiefs hier auch durchbrochen. Wir hatten auch am Freitag schon einen Schlusskurs drunter, was die Sache auch noch im Prinzip noch dramatischer macht. Und wenn man sich einzelne Aktien anschaut im Nasdaq, das können wir gleich gerne machen, da sieht man einfach auch die ganze Dramatik, die dahinter steht. Wenn man sich so Aktien wie Google anschaut oder wie Amazon, dann weiß man,
darum, warum der Nasdaq so schlecht aussieht, wie er gerade aussieht. Diese Aktien sind einfach alle massivst unter Druck geraten. Wir haben ja auch im Bereich unseres Screening-Dienstes sehr viele Aktien auf der Short-Seite, die zum Teil 30% Gewinn in den letzten Wochen gemacht haben. Und daran sieht man einfach, wie schwach der Markt am Ende des Tages ist. Wir haben auch heute wiederum im Rahmen unseres Screening-Dienstes 3 neue Short-Titel aus dem Nasdaq mit aufgenommen, weil wir eben hier das Gesamtbild einfach nicht gut aussieht. Das wird auch noch untermauert, das Ganze. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Den VIX-Index bei VIX Central findet ihr den. Sind wir im Moment bei fast 35 angekommen. Da gibt es so eine einfache Faustregel. Wenn wir unter 20 sind, sind wir in einem ruhigen Marktumfeld. Da macht es eigentlich immer Sinn, long zu gehen. Wenn man oberhalb von 20 ist, sind wir in einem unruhigen Marktumfeld, wo meistens es besser ist, auf der Short-Seite aktiv zu sein, es sei denn, wir kriegen irgendwelche Umkehrsignale, die dafür sprechen, dass der Markt jetzt nicht mehr weiter fällt. Aber grundsätzlich ist diese Phase oberhalb von 20 einfach nicht besonders gut zu handeln. Das aber nur am Rande, weil das hilft einfach nochmal zur Einordnung, wo wir sind. Kommen wir zum DAX und auch wenn ich den DAX lange Zeit als diesen Index bezeichnet habe, der wirklich immer schwach war, wir haben ja hier wirklich einen starken Abverkauf gesehen Anfang März, war am Ende des Tages auch vollkommen zu erwarten. Ich hoffe für jeden von euch, den Krieg in Europa ist nun mal nichts, wo man sagt, jawohl, das ist halt cool. Und da sind natürlich viele Leute auch in Panik geraten. Das ist dieser massive Abverkauf gewesen. Wenn man sich das mal prozentual anschaut, was wir hier gesehen haben, ist alleine diese letzte Bewegung, die hier runterging, um 20% gewesen. Und das war eigentlich ein guter Zeitpunkt, um als Investor nachzukaufen, wenn man solche starken Abwärtsbewegungen hat, weil es dann fast immer diese technischen Gegenbewegungen gibt. Das, was wir jetzt auch dann gesehen haben, diese technische Gegenbewegung war dann auch relativ stark, nämlich auch 20%. So, das Spannende daran ist jetzt aber am Ende des Tages tatsächlich, viele sind hier unten, wenn man nicht als Investor agiert hat, kaum als Trader reingekommen, weil das ist ja nicht immer vorhersehbar für jeden. Und diese Abwärtsbewegung, die wir jetzt sehen, allerdings wieder schon, denn wenn wir mal hingehen und uns das Ganze technisch einfach anschauen, dann seht ihr, und das ist ja auch etwas, was wir auch in unseren Ausbildungen viel machen, wohin ist der Markt genau gelaufen, von unten genau wieder bis an die alte Unterstützung, die hier gewesen ist. Und von da an hat sich jetzt wieder ein neuer Abwärtstrend etabliert und auch die Aktien, die wir derzeit auf der Short-Seite handeln im deutschen Markt, entwickeln sich auch dementsprechend weiter nach unten. Das ist unter anderem eben auch Sartorius beispielsweise oder auch die Delivery Hero, auch wenn die jetzt in den letzten 2-3 Tagen stark war. Aber grundsätzlich sieht man halt einfach diese Schwäche, die hier im Markt ist. Im Vergleich allerdings zu USA, also zwischen Nasdaq und S&P, sind wir nicht an den Tiefs. Und das liegt tatsächlich daran, dass wir hier diesen starken Abverkauf hatten, dass hier wirklich viele Privatanleger aufgegeben haben. Ich habe auch viele Gespräche geführt, auch mit Anlegern in dieser Phase, als es hier bergab ging, gerade Kunden, die wir im Mentoring-Programm sehr eng betreuen. Da ist es einfach so, da war einfach auch die Angst zu spüren, als der Markt unter die 14.000 gefallen ist. Das sieht man ja auch danach, ist der Markt tatsächlich nochmal 10% gefallen. Aber immer dann, wenn verstärkt eben diese Angst aufkommt, dann ist das häufig ein gutes Zeichen, dass es nicht mehr weit nach unten geht. Also lässt sich sehr leicht zusammenzufassen. Der DAX ist zwar immer noch short, aber deutlich stabiler zurzeit als der S&P und ganz schwach ist eben einfach die Nasdaq. Das werden wir auch gleich sehen, wenn wir uns einzelne Titel einfach herausgreifen. Da werden wir sehen, wie schwach diese Titel sind, weil ganz, ganz viele Unternehmenszahlen, wir haben ja die Zeit der Quartalszahlen, werden einfach massiv gerade abgestraft für die Zahlen, die sie gerade liefern. Um ein allgemeines Bild vielleicht noch zu bekommen, vielleicht noch einen kurzen Blick sowohl auf den Zinsmarkt als eben auch auf Gold und Öl und von da an dann gleich gerne auch an eure Fragen. Hier sieht man den Zinsmarkt dargestellt im Bund Future. Wir haben steigende Zinsen oder andersrum fallende Kurse. Ich weiß nicht, ob das jedem klar ist, aber es ist so, wenn die Zinsen steigen und das sehen wir ja zum Beispiel bei den Hypothekenzinsen, die waren noch vor einigen Wochen bei unter 1%, also wirklich kleiner als 1%. Jetzt sind wir fast bei 2% angekommen, noch nicht ganz. Und man geht davon aus, dass wir Ende des Jahres bei 3% liegen. Und der Bund Future spiegelt eben die Anleihen mit restlicher
durchschnittlicher Restlaufzeit 10 Jahre ab. Und wenn wir uns das ansehen, sieht man eben, dass es hier seit Wochen eigentlich schon bergab geht. Das heißt, das, was wir sehen, diese steigenden Zinsen, führt dazu, dass die Kurse fallen. Ich selber bin auch Short im Bund Future, logischerweise, weil wenn man weiß, die Zinsen steigen, dann macht es halt Sinn, hier diese Bewegung auch nach unten zu nehmen. Und ich gehe auch davon aus, dass wir die Tiefs, die wir hier vor 2 Wochen gesehen haben, auch wieder nach unten durchbrechen werden. Und das Schöne eben am Bund Future ist, man kann hier mit relativ wenig Kapitaleinsatz eben sehr gut agieren, weil hier jeder Tick 10 Euro ist. Also das heißt, also hier ist schon richtig Bewegung drin. Wenn man nur mal hier die letzte Bewegung nimmt von 170 hier bis 155, dann ist das schon richtig Musik, weil das sind 15 Punkte. Da kommen aber noch die beiden Nullen dahinter. Das heißt, also es sind 1500 mal 10, es sind 15.000 Euro Bewegung nur alleine hier von der 200-Tage-Linie hier runter bis zu 155 gewesen. Also das ist schon super, super spannend, was da passiert. Und ich sehe auch nicht, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten eine Zinssenkung bekommen, weder in den USA noch in Deutschland oder in Europa, sondern eher, dass wir weiter steigende Zinsen sehen, aufgrund der Inflation auch, die wir haben. Also da können wir vielleicht gleich noch 2, 3 Sätze zu sagen. Wir haben einen Blick auf Gold. Ich nehme hier einfach mal den ETF, den GLD. Da kann man ganz gut sehen, auch hier die Historie, die wir hatten, wo wir am Aktienmarkt in Deutschland die Tiefs erreicht hatten am 7., 8. März. Da waren auch die Hochpunkte gleichzeitig im Gold. So, jetzt, wo der Aktienmarkt sich beruhigt hat, zumindest der deutsche Markt, sieht man, dass der Goldpreis auch seitdem wieder um 20 Dollar gefallen ist. Und das ist einfach auch immer spannend zu sehen, weil immer gesagt wird, naja, die laufen doch immer gleich. Nee, laufen sie eben nicht. Gerade in solchen extremen Phasen, wenn die Menschen wirklich die blanke Panik haben, und das ist das, was wir ja gesehen haben Anfang März, dann wird Gold halt extremst nachgefragt. Und wenn diese pure Panik weg ist, und das spürt man ja auch jetzt, auch das Thema Ukraine-Krieg ist zwar präsent, weil es auch in Europa ist. Wir hören jeden Tag in den Nachrichten davon, aber die Menschen haben sich mit der Situation zwischenzeitlich arrangieren können. Und deswegen ist diese Angst auch im Moment nicht mehr so spürbar. An der Börse werden ja alle Informationen auch sofort umgearbeitet in Kurse, und deswegen braucht man auch keine Angst zu haben in der jetzigen Situation, dass der Markt jetzt in die eine oder andere Richtung explodiert. Es sei denn, es kommt von außen ein Effekt, der dazu führt, dass der Markt in die eine oder andere Richtung jetzt massivst läuft. Klar, Nasdaq ist angeschlagen, es war aber auch schon in den letzten Wochen, es war ja auch schon vor dem Krieg der Ukraine, auch da hat man schon gesehen, dass die großen Aktien zur Schwäche geneigt haben. Also von daher vollkommen normales Bild. Gold, wie gesagt, hier ganz gut zu sehen. Wir haben hier den Aufwärtstrend tatsächlich gebrochen mit dem heutigen Gap nach unten. Und jetzt ist es eben spannend. Als Trader würde ich hier nicht unbedingt noch auf die Long-Seite setzen. Dafür ist das Ganze zu schwach, was wir hier im Moment sehen. Für Short ist es mir aber auch zu früh als Trader. Das heißt, ich würde hier eher eine neutrale Haltung einnehmen. Das ist auch etwas, was ich grundsätzlich im Trading eben oft habe. Wir arbeiten ja mit einem sogenannten 6-Phasen-Modell, was wir auch in der Trader-Ausbildung immer vorstellen. Und es zeigt uns eben genau an, ob wir long, short oder gar nicht handeln wollen. Ich weiß, es ist für viele Trader manchmal schwierig, nicht zu handeln. Da muss man halt auf einen anderen Markt schauen. Aber hier gerade bei Gold ist es sehr klar, sind wir gerade in einer Phase, in der wir besser nicht handeln wollen. Wir haben noch einen Blick auf Öl und dann auf den Euro-US-Dollar und dann kommen wir auch gerne gleich zu euren Fragen. Ich habe hier für Öl einen ETF genommen, den viele von euch sicherlich auch handeln können, entweder direkt oder eben über den Umweg eines CFDs, den USO. Der spielt ganz gut das Ganze wieder, dass wir hier auch den Extremswert am 8. März hatten. Also es ist schon witzig zu sehen, also auch Öl, 8. März, höchster Punkt. Seitdem passiert hier gar nichts, wir laufen seitwärts. Anders als Gold ist der Kurs hier nicht massiv zurückgegangen, sondern wenn man es mal genau nimmt, ich bin kein Freund, obwohl ich meine Ausbildung als Charttechniker gemacht habe, aber am Ende des Tages befinden wir uns hier tatsächlich in so einem Dreieck, in dem wir im Moment sind. Und das wird hier immer enger und enger. Und das Problem bei Charttechnik ist immer, man könnte ja auch so zeichnen, so theoretisch, und man könnte auch so zeichnen. Das heißt, das zeichnet jeder am Ende des Tages auch ein bisschen anders. Aber grundsätzlich geht es eigentlich auch eher darum zu sehen, dass die hohe Volatilität rausgegangen ist und der Markt ja immer in immer kleineren Bahnen zieht, ne? Unterseite jetzt hier ungefähr bei 75, Oberseite hier ungefähr bei 80, 81. Und wenn der Markt da rausbricht, dann werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit
wieder Dynamik bekommen, entweder auf der Ober- oder auf der Unterseite, so wie es zurzeit aussieht, eher auf der Oberseite. Das würde auch in das Nachrichtenbild passen, was wir zurzeit haben. Ich habe gestern noch viele Artikel dazu gelesen, dass man darüber nachdenkt, einen Ölboykott in Europa zu machen gegenüber russischem Öl. Wir sind zwar noch nicht komplett unabhängig von russischem Öl, haben aber den größten Teil zwischenzeitlich abdecken können. Trotzdem wird es, glaube ich, wenn diese Nachricht rauskommt, auf jeden Fall zu einer Explosion des Ölkurses hier nochmal kommen, zumindest kurzfristig. Politische Börsen, wisst ihr, haben kurze Beine und man sollte nur darauf eingestellt sein und nicht vielleicht zu früh auf Short setzen, weil man denkt, naja, die Gefahr ist irgendwie schon gebannt. Also das wäre mir persönlich in der jetzigen Situation tatsächlich zu früh. Kommen wir auf einen Markt, den ich schon seit 15 Monaten auf der Short-Seite handle, wie wahrscheinlich auch viele von euch. Fast 80% meines Vermögens ist zwischenzeitlich in US-Dollar oder Schweizer Franken angelegt, nur noch ein geringer Teil in Euro. Und zwar nicht, weil ich nicht Europa mag, sondern weil es einfach keinen Sinn macht im Moment. Wir haben auf der einen Seite eine unfassbar hohe Inflation in Deutschland mit 7,4%, so Statistisches Bundesamt. Wir haben auch den Chart am Wochenende bei Rendite Unlimited gezeigt vom Statistischen Bundesamt. Dazu kommen 0,5%, die wir als Verwahrgeld zahlen. Wir sind ungefähr bei 8% und das ist die offizielle Zahl. In vielen Bereichen, Energie, ist es viel, viel krasser. Also wir haben jetzt gerade eine Nachzahlung für 1. Juli bekommen oder die Mitteilung, dass ab 1. Juli sowohl Strom als auch Gas um 40% teurer werden. Bei E.ON beispielsweise, Benzin habe ich heute gesehen oder Diesel wieder über 2 Euro. Also das, man merkt schon, dass die Dinge, Sachen alle in den letzten 12 Monaten massiv angezogen haben. Aber das ist nur das eine Problem, was wir haben. Das zweite Problem ist, dass der Euro gegenüber vielen großen Währungen, vor allen Dingen gegen den US-Dollar, massiv abwertet. Das kann man sehen, wenn man in den Wochenchart geht, sehr gut. Wir hatten hier das Hoch gehabt bei 1,23, das war im Januar letzten Jahres. Seitdem sind wir hier massiv unter Druck geraten, wir sind hier über 15 Cent gefallen und das darf man halt nicht vergessen. Wir haben im letzten Jahr 7% verloren und dieses Jahr in den ersten 4 Monaten wieder 7%. So, das merkt man also wirklich, wenn man ins Ausland fährt, wo man eben nicht mit Euro mehr bezahlt, also außerhalb der Eurozone. Ich war jetzt vor kurzem noch wieder, wie ich das so oft bin, beruflich in der Schweiz. Und da merkt man das halt massiv, weil wir auch gegen den Schweizer Franken abwerten. Aber eben auch gerade, wenn man außerhalb Europas ist, ist es noch krasser. Ich war im Januar in Dubai eine ganze Zeit gewesen. Da merkt man wirklich massiv die Abwertung des Euros gegenüber vielen anderen Währungen. Und das ist eben sehr, sehr schwierig, auch was Im- und Export angeht und was uns wahrscheinlich sehr viel Druck auch noch bescheren wird, auch am Arbeitsmarkt, eben diese Problematik, die in diesem schwachen Euro begründet liegt. Ich denke, die amerikanische Notenbank wird sich das auch nicht ewig anschauen, dass der US-Dollar so stark aufwertet. Aber wenn man ein bisschen in die Historie geht, da sieht man, dass hier so ein Bereich bei knapp über 1 eigentlich immer ein Bereich war, wo der Markt aufgefangen wurde. Bleibt zu hoffen, dass es auch dieses Mal so ist, dass der Markt hier in diesem Bereich, wo wir jetzt sind, irgendwann ja einfach nicht mehr weiter fällt. Denn wenn wir das hier unterschreiten, ihr wisst es selber, das brauche ich gar nicht zu sagen, dann werden wir hier sehr schnell die Parität sehen und von da an kann es dann auch sehr schnell weiter nach unten gehen. Wie gesagt, ich bin kein Freund unbedingt vom kurzfristigen Devisenhandel, das wissen auch die meisten von euch sicherlich, aber, und das darf man nicht vergessen, wenn man sein Geld in Euro komplett liegen hat, und das haben leider die meisten, und man irgendwann mal andere Währungen braucht, weil man im Handel vielleicht den US-Dollar braucht, da wird halt massiv abgewertet und deswegen ist es eigentlich ganz gut, wenn man da auf seinen Handelskonten auch immer schaut, dass man da auch vielleicht Teile in US-Dollar hat oder ich nutze auch eben sehr viel Schweizer Franken beispielsweise, weil es einfach dann noch mal ein bisschen mehr Stabilität gibt. Denn damit hat man alleine in den letzten 15, 16 Monaten tatsächlich allein, ohne dass man getradet hat, schon 15% Performance einfahren können. Und selbst wenn man nur 10% davon mitgenommen hat, hier, wenn man hier erst unter der 200-Tage-Linie irgendwann mal short marschiert wäre, selbst dann wären es halt schon über 10% Performance gewesen.
Kurzes Fazit zu den Märkten an sich lässt sich ganz klar sagen, die Märkte sind einfach angeschossen, was für Investoren nicht schön ist. Das merke ich selber. Ich habe auch große Teile meines Vermögens natürlich als Investor angelegt. Was ich mache, ist immer in Situationen, wenn Schwäche kommt, dann nachkaufen. Als Trader ist es für mich ein Traum, solche Märkte natürlich, weil ich die Short-Seite deutlich lieber handle, als ich die Long-Seite handle. Nicht, weil die Long-Seite schwieriger zu handeln ist, um Gottes Willen, eher umgekehrt. Aber auf der Short-Seite lässt sich einfach sehr, sehr viel Geld verdienen. Und das sieht man eben gerade, wenn man eben in einzelne Aktien schaut, wenn man zum Beispiel eben im Nasdaq alleine schaut, was da passiert. Ich rufe das mal gerade auf, dann können wir vielleicht zwei, drei Aktien anschauen und dann kommen wir auch zu euren Fragen. Daran kann man einfach sehen, wie massiv da bestimmte Bereiche unter Druck geraten sind. Und mit einer guten Morgenroutine kann man solche Dinge im Vorfeld auch schon sehen, dass solche Dinge eben passieren. Wenn wir mal schauen hier, welche Aktien heute besonders schwach sind, da sieht man, dass es heute zum Glück keine großen Verlierer gibt. Im Pharmabereich gibt es viele, viele Aktien, die wirklich massiv unter Druck sind. Vertex ist eine der Aktien, die sich noch einigermaßen halten. Amazon gestern massiv unter Druck geraten, heute auch nochmal -2%. Ich denke, das wird sich in den nächsten zwei, drei Tagen etwas beruhigen, diese Bewegung. Nichtsdestotrotz, ich denke, dass diese technische Gegenbewegung, die kommen wird, auch nicht viel weiter gehen wird, als hier in diesem Bereich von ungefähr 2700 Punkte. Da würde ich persönlich dann versuchen, wieder neue Shorts aufzumachen. Hier an der Stelle ist mir das zu tief, 10% höher, bin ich aber gerne bereit, hier zum Beispiel neue Shorts am Ende des Tages tatsächlich wieder aufzumachen. Aber es ist ja nicht Amazon die einzige Aktie, die hier so massiv unter Druck geraten ist. Wenn wir uns das mal über die letzten Wochen anschauen, auch Apple, auch wenn es nicht so massiv ist, ist schon unter der 200-Tage-Linie angekommen, was auch nicht so schön ist. Adobe unter allen gleitenden Durchschnitten, auf die man so achtet, weit, weit weg von der 200-Tage-Linie inzwischen. Also da muss man wirklich sagen, das ist alles gerade nicht schön, was man hier sieht bei diesen Technologietiteln. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, es sind auch zum Teil extremst hohe Kursbewertungen gewesen. Interessiert mich im Regelfall auch gar nicht, wie hoch die Kursbewertungen sind. Warum? Naja, wenn man tradet, ist es eigentlich nicht so wichtig, denn man hat jetzt seine Stops drin und ist dann auch sehr schnell raus aus dem Markt. Eine Aktie, die man unbedingt noch zeigen müssen, ist Tesla, weil es ja auch so eine Aktie ist, die entweder geliebt oder gehasst wird. Man kann ja Freund sein von Tesla-Autos oder auch nicht, aber sie ist hochvolatil und hat ihre besten Zeiten seit Ende Oktober hinter sich gelassen, kann man ganz gut sehen. Da waren wir bei über 1200. Das war eigentlich auch eine coole Marktphase hier 2021, aber seitdem sehen wir hier eigentlich kontinuierlich, dass es nach unten geht. Und jetzt sind wir auch hier an der 200-Tage-Linie. Dieser Kampf dauert auch gerade noch an. Ein bisschen ist Tesla auch, hat er das Problem, dass Elon Musk natürlich mit dem, was er macht, also sehr stark kommuniziert mit Twitter und so weiter. Das hat natürlich die Aktie belastet, weil am Ende des Tages muss die Rechnung ja auch irgendjemand bezahlen. Also von daher ist es schon klar. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Tesla ist so extremst hoch bewertet. Also da fehlen mir auch die Worte, aber ich bin halt auch ein Freund von Tesla Trading. Das heißt, die Aktie zu traden macht auch am Ende des Tages sehr viel Spaß. Und deswegen, da muss man auch immer schauen, das eine vom anderen zu trennen. Also die eigene Meinung zu einem Unternehmen, zu dem, was man tradet, das sollte man als Trader versuchen, wirklich zu trennen. Sonst macht es keinen Sinn. Okay, das jetzt mal als grober Marktüberblick und jetzt würde ich sagen, kommen wir auch gerne auf eure Fragen zum allgemeinen Markt oder auch zu Einzelaktien. Und bei Einzelaktien möchte ich euch bitten, bitte die Kürzel mit reinzunehmen, weil das sonst unfassbar viel Zeit am Ende des Tages kostet, bis wir dann die Kürzel haben. Also deswegen bitte immer die Kürzel mit dazu schreiben. Bei einigen Aktien weiß ich es, aber es sind wirklich die wenigsten. Netflix, Hans weiß ich, der hat als erstes reingeschrieben. Deswegen gehen wir hier auch in den Tageschart. Im Wochenchart sieht es ja echt finster, finster, finster aus. Ja, Netflix, ich glaube, wer Netflix als Trader long hat, der hat keine guten
Wochen hinter sich gehabt, wahrscheinlich eine Trading-Position aufgemacht und ist jetzt Investor geworden in Netflix. Ansonsten muss man einfach sagen, die Aktie ist einfach short. Ne? Also es gibt einfach, ich finde keine Argumentation, warum man diese Aktie jetzt long handeln sollte. Ich zeichne das jetzt mal nur ganz grob hier ein, aber ihr seht das hier selber. Ne? Also Aktie geht hier einfach massivst nach unten weg. Wir haben hier schon mal bei den Quartalszahlen ein Gap nach unten gehabt, Seitwärtskorrektur, wieder ein Gap und jetzt geht es noch weiter nach unten. Machen wir uns jetzt vor, die Zahlen waren richtig schlecht gewesen. Netflix wird an seinem Programm arbeiten müssen. Netflix hat unfassbar viel Konkurrenz auch bekommen. Zwischenzeitlich darf man auch nicht vergessen, auf der anderen Seite war Netflix unfassbar stark bewertet. Das darf, muss man eben auf der Gegenseite sehen. Da hat einfach Corona auch massiv geholfen, wenn man sich mal anschaut, wie die Bewertungen dann, als Corona kam, 2020, da waren wir noch bei 300 und hat sich dann einfach verdoppelt. Also das ist einfach ein Problem. Dass die Abo-Zahlen noch zurückgegangen sind, darf eigentlich bei Netflix nicht verwundern, weil eben die Russland weggefallen ist. Das sind mehrere hunderttausende Abonnenten gewesen. Nichtsdestotrotz gibt es da einfach extrem viele Probleme und deswegen überlegt Netflix ja jetzt auch zum Beispiel ja, Werbung zu machen mit einem günstigen Produkt und ich glaube, dann haben die auch eine Chance, sich wieder zu fangen. Aber im Moment, ganz klar, ist die Aktie einfach ein Short. Heißt nicht, dass die Aktie nicht mal technisch richtig stark auch gegenlenken kann. Aber grundsätzlich würde ich sagen, möchte ich Netflix eigentlich eher Short sein. Wir haben auch heute überlegt, bei uns im Screening-Dienst, ob wir sie als Short-Kandidaten aufnehmen, haben uns dann dagegen entschieden, weil wir glauben, dass die Aktie erst nochmal technisch korrigieren wird. Bis zum Beweis des Gegenteils, wenn es hier ein Tief gibt, dann müssen wir nochmal neu gucken. Aber grundsätzlich hoffe ich, dass die Aktie es erstmal schafft, hier vielleicht nochmal 10, 15% nach oben zu machen. So, schauen wir DDN. Wenn es die Aktie war, die du, nee, das kann nicht sein, weil die Frage war bei 65 Short. Da muss ich nochmal gucken. DDN. Also ich habe da nicht so viel Auswahl. Ich nehme die mal. Das ist jetzt, vielleicht war es die. Nee, auch nicht. Also sorry, da kann ich nicht, sagt mir hier nichts. Finde ich leider nichts anderes. Dann schauen wir bei SWK. So, hier ganz schön zu sehen, die Aktie ist eigentlich die ganze Zeit short gewesen, hat hier das letzte Tief gehabt bei 136, dann hier nach unten weggerutscht. Hier war der Einstieg sicherlich auf der Short-Seite sehr schwer, wenn man nicht schon short gewesen ist, wenn man hier schon nicht schon vorher irgendwann den Short-Einstieg gefunden hat. Auch hier wäre der Short-Einstieg schon da gewesen. Jetzt hier drunter war natürlich schwierig, weil hier das Gap entstanden ist. Und nach so einem Gap ist es am Ende des Tages tatsächlich sehr, sehr schwierig. Alexander schreibt schon Short mit dem Trick des Traders bei 143. Ja, das ist natürlich perfekt, wenn man hier im Rücklauf das Ganze gemacht hat, dann super umgesetzt, dann auch schön profitiert die Aktie jetzt dann 23 oder 22 Dollar auf jeden Fall auf der Plusseite. Herzlichen Glückwunsch, hast du super. Also ich wäre auch gerne da mit so drinne gewesen. Also das ist immer perfekt, wenn man vorher das schafft, in einer solchen Aktie reinzugehen. Das haben wir jetzt gerade bei Vonovia gehabt, wo wir auch davon profitiert haben, dass jetzt gerade das Gap gekommen ist. Aber sehr schön. So, dann kommen wir zu PayPal. Da haben wir heute auch sehr lange im Team drüber gesprochen, über PayPal. Und da schlagen natürlich zwei Herzen in meiner Brust bei PayPal. Wir haben die Aktie schon short gehabt. Dann haben wir hier unten so diese Bodenbildung gehabt in dem Bereich von 92. Da hat sich die Hoffnung aufgetan, dass die Aktie sich hier fängt, nicht um long zu gehen als Trader, aber grundsätzlich, weil die Aktie hier auch im Prinzip, wenn man sich das anschaut, den Abwärtstrend dann auch gebrochen hatte. Es gab hier nochmal ein tieferes Tief und dann ist der Markt hier nach oben gelaufen. Und dann sah das schon so aus, als wenn die Aktie von hier aus langsam, aber sicher wieder nach oben marschiert. So. Und dann ist eigentlich was passiert, was wir nicht sehen wollten. Die hat hier das Ganze wieder durchbrochen und hat hier unten dann neue Tiefs gemacht. Möchte ich die Aktie shorten? Also eigentlich grundsätzlich hätte man, kann man jetzt hier wieder sagen, die Aktie ist gut im Rücklauf gewesen. Ich tue mich super schwer bei PayPal mit einem, tatsächlich mit einem Short.
Warum? Das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn man das Unternehmen kennt. Mir ist eigentlich viel lieber, ich kenne das Unternehmen nicht, was ich handle, weil dann kann ich einfach rein mir das technisch anschauen. Weil technisch gesehen würde ich sagen, okay, wir haben hier einen Rücklauf gesehen, hier an die alte Ausbruchsmarke. Wenn die Aktie noch ein bisschen höher kommt, so Richtung 100, finde ich, das ist eigentlich ein cooler Short. PayPal ist allerdings ein profitabler Zahlungsanbieter und da habe ich so ein bisschen das mentale Problem jetzt, weil wir selber auch PayPal nutzen. Und wenn ich mir anschaue, von wo die kommen, dann muss man einfach sagen, die haben halt extrem stark schon verloren. Und das ist immer das Problem, fundamental zu einer Beziehung zu einem Unternehmen, weil man Geschäfte dort mitmacht, zu ich schaue einfach nur auf den Chart. So, und ganz klar, wenn ich nur auf den Chart schaue, und das muss ich eigentlich in der Analyse, muss man sagen, die Aktie ist auf jeden Fall kein Long. Wenn sie unter die Tiefs geht, ist es auch auf jeden Fall ein Short und ich würde auch hier bei 100 einen Short aufmachen, weil dann das Chance-Risiko-Verhältnis deutlich besser ist, als das jetzt bei 90 zu machen, weil ich meinen Stop ja überlegen muss, wo will ich den hinlegen und den muss ich eigentlich ziemlich weit hier oben hinlegen und deswegen ist mir das Chance-Risiko-Verhältnis hier zu schlecht. 100 oder noch besser, 105 würde für mich eigentlich das ergeben. Wenn man allerdings schon Short ist, Oliver, dann herzlichen Glückwunsch, dann wäre es so wie bei Alexander, dann ist sowieso alles immer perfekt. Okay, kommen wir zu Patricia PAT. Ja, es verwundert einen schon, dass so viele Immobilienaktien tatsächlich so massivst unter Druck stehen. So, wie gesagt, wir haben ja auch Vonovia Short. Und hier sieht man ja auch, wenn man sich das anschaut, die Aktie ist auch hier doch relativ stark unter Druck geraten, hat sich fast halbiert von den Hochs weg. Klar, Immobilienbereich leidet immer, wenn es Zinsanhebungen gibt, das ist schon klar. Allerdings, dass das schon so früh hier passiert, das hat mich dann doch schon verwundert ein bisschen. Aber man sieht hier, es ging eigentlich nur bergab in der Aktie. Also man hätte hier wirklich sehr gut hier schon lange seinen Short aufmachen können, weil es ist hier einfach, ihr seht es selber, einfach ein super sauberer Trend, den wir hier hatten. Und jetzt kriegen wir allerdings langsam so ein bisschen so die Problematik hinein. Also man sieht das hier schon, es gab hier immer nur ganz kurze Korrekturen, also der Markt ist hier schon ziemlich sauer. Wir haben hier schon mal so eine starke technische Gegenbewegung gehabt, nachdem wir hier die Tiefs auch am 7. 8. März gehabt haben. Hat die Aktie sich stark erholt, ist jetzt allerdings wieder an den Tiefs. Und wenn es hier drunter geht, dann befürchte ich leider, dass dieser Abwärtstrend auch weiter intakt bleibt. Und wir sind halt so dicht da dran. Die Gefahr besteht natürlich immer, dass es hier unten eine Bodenbildung gibt in diesem Bereich, aber weil der deutsche Markt sich jetzt auch gerade einigermaßen hält, aber wenn es da durchrutscht, dann gehe ich auch davon aus, dass es hier auch noch weiter nach unten geht. DLTR fragt Thorsten, ein Long-Kandidat. Dollar Tree. Super, super starke Aktie. Also wenn man sich mal überlegt, also wir haben uns ja vorhin angeschaut, wie der Markt an sich aussieht. Also wir befinden uns in einem Markt, der nach unten läuft. Und es gibt wirklich nur eine Handvoll Aktien, die wirklich gut auf der Long-Seite aussehen. Ich selber habe, glaube ich, auch nur noch zwei oder drei Positionen auf der Long-Seite, die auch schon zum Teil Wochen alt sind. Hier besteht auf jeden Fall die Chance zu sagen, ja, hier mit einem guten Chance-Risiko-Verhältnis in den Markt zu gehen, wenn man glaubt, dass wir auch im Gesamtmarkt eine technische Gegenbewegung wieder nach oben sehen. Dann finde ich, ist das Niveau, auf dem wir jetzt gerade stehen, wirklich gut unter Chance-Risiko-Verhältnissen, weil ich könnte hier auf dem Niveau einsteigen, markttechnisch hier unten drunter einen Stopp setzen, der wäre auch nicht so riesig groß. Wenn der Gesamtmarkt wegrutscht, okay, dann habe ich halt einen R verloren. Ist so, das ist ja das tägliche Brot eines Traders, dass man damit leben muss, dass man nur eine Trefferquote von 50-60% in den meisten Fällen hat. Aber ich würde sagen, hier besteht wirklich ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis, hier tatsächlich in den Markt hineinzukommen. Hans fragt, würdest du Netflix jetzt als Investor nachkaufen oder eher abwarten, ob sie weiterfällt? Das ist eine gute Frage, weil ich tatsächlich als Investor tatsächlich gerade einiges an Positionen auf dem Plan habe, wo ich einsteigen möchte. Das heißt, also man muss wirklich Trading und Investment komplett unterscheiden. Also als Trader, das, was ich tagtäglich mache, kurzfristige Transaktionen von, ich sag mal, von wenigen Minuten bis hin zu im Regelfall ein paar Tagen, maximal mal zwei Wochen, bin ich einfach in einem Shortmarkt und möchte hier in diesem Shortmarkt auch keine Long-Positionen aufbauen.
Fakt. Also wir haben alles, was wir in den letzten Wochen gemacht haben, auch innerhalb des Screening-Dienstes, einfach nur auf der Short-Seite, weil es sich einfach angeboten hat. Als Investor, wenn man Aktien nimmt, die wirklich sehr gut sind, gute Zahlen haben, deren Geschäftsmodell gut funktioniert, macht es einfach Sinn, Schwäche zu nutzen, um dort langfristige Positionen mit Blick auf 1 bis 2 Jahre aufzubauen. Wenn du sagst, jetzt als Investor nachkaufen bedeutet, du bist drinne, und dann würde ich sagen, würde ich mich persönlich, es sei denn, die Position ist sehr, sehr klein, immer schwer tun, in einer Aktie, die so massiv unter Druck ist, tatsächlich Positionen aufzubauen. Ich würde mir wünschen, dass Netflix es schafft, eine Bodenbildung hinzulegen, um dann einzusteigen tatsächlich, wenn es wieder einen Trend nach oben gibt. Also so massiv so in so einem fallendes Messer in eine Aktie einzusteigen, von denen ich weiß, dass die Geschäftszahlen gerade schlecht sind und wahrscheinlich auch in den nächsten 2 Quartalen nicht wirklich deutlich besser werden, tue ich mich halt wirklich super, super schwer, Investments jetzt zu machen. Also ich würde dann an den zweiten Teil gehen, ich würde eher abwarten, Hans, und dann gegebenenfalls einsteigen. Also grundsätzlich finde ich Netflix eine coole Firma. Ich gucke viele, viele Filme von Netflix auch. Also ich finde schon furchtbar, dass man das Öffentlich-Rechtliche auch nicht abwählen darf. Also von daher finde ich das schon gut. Aber die Zahlen sind halt eher enttäuschend gewesen, das muss man ganz klar sagen. Trotzdem glaube ich, dass diese Aktie auch nicht mehr so unfassbar weit fällt, weil wir müssen halt auch gucken, wo kommt diese Aktie her. Ne? Also wenn wir uns das mal anschauen, hier im Top war die bei 700. Wir sind jetzt bei unter 200 angekommen. Das ist schon massiv, dass hier abverkauft wurde. Aber ja, wie gesagt, müssen wir einfach schauen, wie es weitergeht. Also ich würde es jetzt, ich persönlich jetzt noch nicht kaufen wollen. So, DuPont war es gewesen, was vorhin gesucht wurde. So, da gibt es ja auch A-Aktien und B-Aktien. Also da bin ich jetzt, geht das große Raten auch wieder los. Wenn es die A-Aktie war, dann sieht man hier, es geht halt runter. Die Frage war irgendwas bei Short bei 65, das ist hier unten. War vielleicht auch die B-Aktie oder C-Aktie, ich weiß es gar nicht genau. Welche? Ich nehme mal die B. Wie sieht es da aus? Nee, das war wahrscheinlich dann doch die A. Also der Chart sieht halt nicht so sehr gut aus, aber grundsätzlich, wenn es die Aktie war, die du meinst, also unter den Tiefs auf jeden Fall ist es ein Short. Was hier nicht cool ist, das ist, wie man hier mit Stops umgeht, weil die Aktie halt sehr stark schwankt. Wahrscheinlich hast du ein anderes Kürzel, DDS. Okay, da gucke ich nochmal DDS. DD und dann das S dahinter. Okay, da nehmen wir die nochmal als dritter Versuch. Da haben wir es. Okay. Deswegen sage ich mal, ist es so wichtig, das Kürze, weil sonst raten wir uns hier einfach immer durch. Grundsätzlich, die Aktie zeigt hier einfach nach unten. Was hier schön zu sehen ist, ist einfach, wenn man so ein bisschen in die Historie zurückguckt, also wir waren schon oft hier in diesem Bereich zwischen 66 und 67, da sind wir gerade drunter. So, das heißt, wenn die Aktie sich hier drunter tatsächlich festbeißt, glaube ich tatsächlich, dass die Aktie hier einen guten Short bekommen kann. Sie muss es aber auch. Also das ist wirklich wichtig, weil die Aktie läuft hier nicht massivst nach unten. Das darf man nicht vergessen. Hier ist nicht viel Druck auf der Unterseite, obwohl sie heute nochmal neue Tiefs gemacht hat. Auch die Tiefs, die hier, wenn man jetzt mal so eine horizontale zieht, hier, als wir hier drunter gelaufen sind, ist die Aktie nicht einfach weggerutscht, sondern hat sich sofort am gleichen Tag hier wieder gefangen und läuft jetzt hier seit ein paar Tagen seitwärts. Das kann bedeuten, dass hier viele Anleger tatsächlich noch aussteigen wollen und den Markt extra nicht fallen lassen, die Großen, oder sie kaufen hier gerade ein. Deswegen, wenn der Markt hier nach unten wegrutscht, dann glaube ich, ja, also ich persönlich würde mich hier im Moment noch schwer tun bei der Aktie, weil hier einfach nicht so viel Dynamik nach unten aufgekommen ist. Molong. Muss man hier ein paar Sachen rausnehmen, sonst rutscht hier alles weg. So, Altria ist eigentlich immer ein gutes Beispiel, ist auch ein super guter Konsumwert, war auch schon immer, funktioniert eigentlich auch immer, weil es gibt einfach bestimmte Bereiche, die laufen halt auch in Krisen sehr gut. Also auch Unternehmen, die grundsätzlich ihre höheren Einkaufskosten sehr gut weitergeben können. Das ist auch bei Altria so.
Und das sieht man halt auch gerade im Kurs, dass das wirklich gut funktioniert. Was nicht schön ist, ist hier dieses Hoch, was wir hier hatten, dann am Freitag diese Umkehrkerze auch wieder am Hoch eigentlich. Und jetzt kommt hier auch Schwäche auf. Das ist etwas, was mir nicht gut gefällt. Ich würde also die Aktie erst kaufen, wenn sie tatsächlich ein neues Hoch macht. Vorher würde ich persönlich die Aktie nicht anfassen wollen. Oder sowas wie hier Mitte der Woche passiert ist, dass man tatsächlich hier im Niveau von 53,50, 53, 60 die Aktie bekommt, weil da das Chance-Risiko-Verhältnis wieder deutlich besser wird. Ja, Alexander schreibt gerade DLTR, hat er auch mit dem Trick des Traders gekauft. Ja, das ist einfach eine gute Möglichkeit, gerade in solchen Phasen tatsächlich gute Trades aufzumachen. Ich bin da auch ein riesen Freund von. Ja, Charles Schwab sieht man auch ganz gut hier, nachdem es hier oben erst zu diesem Doppel hochgekommen ist. Hier hat der Markt nochmal versucht, hier oben ranzulaufen. Seitdem allerdings muss man ja ganz klar attestieren, der Markt ist hier einfach massiv runter. 200-Tage-Linie nochmal versucht nach oben. Dann hier aber in einer Rutsche doch relativ stark heruntergekommen. Wir sind jetzt auch wieder in den Bereich der alten Tiefs angekommen. Deswegen macht hier der Short an dieser Stelle für mich persönlich immer keinen Sinn. Ich würde jetzt wirklich warten, dass der Markt hier durch die Tiefs durchrutscht. Das kann in der jetzigen Situation innerhalb eines Tages passieren. Warum? Der Gesamtmarkt muss ja einfach nur wegrutschen. Allein mir fällt der Glaube, also wenn jetzt von außen nicht was kommt, was Massives, dann sehe ich das nicht, dass der Markt hier jetzt unbedingt nach unten wegrutscht. Ich glaube, da haben wir einfach letzte Woche zu viel gesehen, was abverkauft wurde. Und ich hoffe einfach, dass wir die nächsten Tage ein wenig Erholung sehen werden. Hasbro. Has. Okay, Doppelhoch, Aktie ist runtergefallen. Hier an der Stelle, ehrlich gesagt, würde ich, glaube ich, nicht in diesen Trade hinein wollen, weder Long noch Short. Für mich ist das so eine Aktie, wenn man die jetzt kauft, egal ob Long oder Short, man weiß nicht, wie lange es braucht, bis so eine Aktie dann tatsächlich richtig in den Gewinn hineinläuft. Warum? Wenn wir uns mal den Trend anschauen, dann zeigt er hier natürlich, dass wir hier diese Bewegung nach unten hatten. So, die Aktie ist an die 200-Tage-Linie zurückgekommen. Also es kann sehr gut sein, dass die Aktie von hier aus tatsächlich wieder nach unten läuft. Diese Gegenbewegung ist ungefähr so stark wie der Gesamtmarkt auch. Aber wie gesagt, im Moment ist die in der Marktphase, wo die mir nicht dynamisch genug nach unten ist. Auf der anderen Seite ist mir die Aktie viel zu schwach für einen Long-Kandidat. Also auch das gibt es mal, dass ich eine Aktie gar nicht anfassen würde. BK, Bank of New York. Ja, ich gehe mal davon aus, du bist Short in Bank of New York, Alexander. Du kennst dich ja in diesem Metier auch aus. Und ja, ich meine, jetzt machen wir uns nichts vor. Die Aktie ist halt schon seit Wochen Short, weißt du selber auch. Da bist du gut genug, dass du solche Sachen perfekt erkennst. Also ganz klarer Short hier in dieser Aktie. Und man hätte auch hier noch diesen mit einzeichnen können. Ich mache das auch nochmal gerade. Ich mag das immer nicht, wenn es technisch nicht korrekt eingezeichnet ist. Also nochmal hier von oben hier. Ja, hier so ganz grob runter. Und jetzt, wenn man jetzt mal auf die letzten Bewegungen halt schaut, da sieht man halt dann schon, ja, der Markt hier ist halt super, super schwach hier, die Aktie. Und also eigentlich jeder Rücklauf war hier eigentlich perfekt für den Einstieg. Ne? Wenn man sich das anschaut, Durchbruch, Rücklauf. Stop-System ist nicht ganz so geil. Das weißt du ja, haben wir in der Trader-Ausbildung darüber gesprochen. Aber jetzt hier die letzten Rückläufe sind halt perfekt mit einem kurzen Stop-Trick des Traders. Ist halt cool. Also ja, klarer Short.
Also ist eigentlich schon komisch, dass Banken noch so massiv unter Druck sind, so ein bisschen, weil eigentlich sollten die ja ein bisschen profitieren von der Zinsfantasie, die da ist. Trotzdem sehen wir halt viele Banken auch unter Druck, natürlich auch wegen vielen faulen Krediten und so weiter. Müssen wir mal schauen, was da passiert. So, und dann haben wir HLAG. HLAG, ja, das ist eine Aktie, die ich auch habe. So, also ich glaube, da kann man sagen, die Aktie ist long. Vielen Dank, dass du sie ins Spiel gebracht hast. Eigentlich rede ich nicht so ganz viel immer gern über meine Position, aber du weißt, dass ich die Position auch long habe. Wir haben auch Anfang des Jahres dazu auch ein Video gemacht, dass ich auf jeden Fall Hapag-Lloyd auf der Long-Seite auch haben muss eigentlich am Ende des Tages. Warum? Weil sie profitieren halt unwahrscheinlich von den Frachtraten. Und wir sehen ja gerade, was passiert in Shanghai. Es ist Stillstand und das erhöht die Frachtraten noch umso mehr. Das heißt, hier wird unfassbar viel Geld im Moment verdient. Ich habe auch gesagt, Hapag-Lloyd gehört sicherlich zu den Top-Gewinnern des Jahres 2022. Und was wir hier sehen, ist dann tatsächlich so. Und wir waren damals hier ungefähr bei 285. Jetzt sind wir bei 300. 95, also sagen wir gut $100 höher oder €100 höher. Also wirklich extremst schön und freut mich auch, dass die Aktie so hoch läuft. Und die werde ich auch weiter halten. Also das ist einfach auch eine Aktie aus dem Investmentbereich, weil das ist auch etwas, was wir bei uns auch in der internen Mastermind-Runde besprochen haben. Wir haben so einen kleinen elitären Kreis, den wollen wir überlegen, ob wir den ab Sommer etwas größer ziehen, also auch Kunden mehr mit hineinnehmen in diesen Bereich, weil eben gerade viele natürlich auch abseits des Tellerrands, des reinen Tradings oder rein einer Investmentstrategie, die man vielleicht nutzt, vielleicht auch andere Strategien nutzen möchte, auch solche Dinge wie jetzt hier, wo man einfach schaut, okay, was passiert denn jetzt eigentlich gerade auf der Welt? Was sind jetzt die Zukunftsbranchen, die jetzt in den nächsten 6 bis 12 Monaten massiv outperformen werden, abseits von normalen Trading- und Investmentstrategien, die wir ja auch verwenden. Gerade wenn man ein großes Konto hat, dann fährt man ja im Regelfall nicht nur eine Strategie, zumindest sollte man das nicht, sondern wir fahren 10 unterschiedliche Strategien. Dazu gehören auch Unternehmensbeteiligung, Uhren beispielsweise und. Und dazu gehört eben auch zu wissen, in welchen Währungen man long oder short sein muss, um sich gegen das abzusichern, gegen das Ganze. Und ich glaube einfach, dass hier diese Reise auch bei Hapag-Lloyd noch weitergeht, solange wir diese Probleme mit China haben. Und man glaubt immer, unser Hauptproblem sitzt in Russland mit dem Öl, also mit dem Krieg jetzt mal ganz außer Frage. Aber das Öl, ich glaube, noch ein viel größeres Problem, das wir haben, ist tatsächlich China. Wir sehen, dass fast alles Stillstand ist. Und ich wollte hier gar nicht so weit ausholen in diesem Bereich, aber ich glaube, das ist unfassbar wichtig, damit wir uns da auch mal mental darauf einstellen können, auf die Problematik, die dahinter steht. Weil es gibt fast nichts, was nicht aus China geliefert wird. Fast alle großen Unternehmen in Deutschland und Europa lassen zumindest teilweise Dinge in China fertigen oder sind abhängig von Unternehmen, Zulieferern, die in China fertigen lassen. Und das ist ein großes Problem. Ich habe vor 6 Wochen versucht, ein Auto zu kaufen. Als ich bei meinem Autohändler angekommen bin, fragte er mich, ja, was wollen Sie denn machen? Ich sage, ja, ich wollte ein Auto kaufen. Was macht man sonst schon beim Autohandel? Und hat er mich ausgelacht, weil er sagt, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Sie in diesem Jahr oder bis Mitte nächsten Jahres irgendwie ein Porsche oder irgendwas anderes kaufen können. Neu. Also zumindest nicht so, wie man es gerne haben möchte. Also ein Riesenproblem. Und das ist ja nicht nur bei Porsche so, das ist bei Mercedes so, das ist bei VW so. Bei vielen Marken gibt es Lieferstopps, die dürfen, oder Verkaufsstopps, die dürfen nicht mal mehr Autos verkaufen. Also und warum? Weil die natürlich unfassbar abhängig sind von Chips, von der Chipindustrie, Kabelbäume aus der Ukraine und. Und das holt uns gerade überall ein in ganz, ganz vielen Bereichen. Selbst im Immobilienbereich ist es massivst gerade, dass dort nicht geliefert werden kann, dass die Preise für Immobilien beim Neubau bis zu 40% steigen gerade. Also da wird uns noch einiges einholen. Und ich glaube auch, wenn wir das nicht ganz schnell in den Griff kriegen mit China, die Problematik, weil ich glaube, das ist ein bisschen auch gewollt, diese Problematik, dann kann das richtige Auswirkungen auf unsere Volkswirtschaft haben. Okay, so Vitus fragt nach Analyse zu AG. Und noch eine tolle Anmerkung, darüber freue ich mich auch sehr. Herzlichen Dank für die bisherigen Analysen. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch, dass ich auch neben der Analyse zur Aktie auch noch so ein bisschen was
zum großen Bild sage, weil das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, damit man da auch ein Gefühl für bekommt, wie man denn agieren sollte und muss. Das hat gar nichts mit Schwarzmalerei zu tun. Im Gegenteil, ich bin Trader. Ich habe schon so viele Krisen in den letzten 25 Jahren gesehen. Also die größten waren das Platzen der New Economy. Da ging 70% bergab. Dagegen ist das, was wir hier gerade sehen, alles Kindergeburtstag. Trotzdem wollen wir ja in diesen Marktphasen auch Geld verdienen. So, kommen wir zu First Majestätik. Also ganz klar, es ist also eher short als long, weil wir sehen, wir sind unter der 200-Tage-Linie, ist eigentlich ein super Indiz immer dafür, dass ihr eher auf der Short-Seite suchen solltet als auf der Long-Seite. So das Erste. Das Zweite, was wir sehen, ist, dass wir hier keine Korrektur haben. Also der Markt ist hier wirklich durchgerauscht. Jetzt drauf zu springen auf den Short, ehrlich gesagt, ist unfassbar gefährlich, weil ihr könnt hier schlecht einen vernünftigen Stop setzen. Was man hier sieht, die Aktie ist schon oft in diesem Bereich von, ja, ich sag mal 10 bis 9,25 Euro gewesen. So. Ich würde hier wirklich abwarten, ob die Aktie hier korrigiert, Bodenbildung oder nach oben geht. Ich würde dann nicht long traden, das wissen alle. Da bin ich kein Freund von. Aber wenn die Aktie hier anhält und dann Dynamik nach unten aufbaut, denke ich, kann man hier auch nochmal einen coolen Short aufsetzen. So, Benjamin schreibt, genau weil du so schön ausholst, bin ich hier. So wertvolle Informationen bekommt man sonst ja nicht. Danke, Benjamin. Das ist auch etwas, was ich wirklich gerne mache. Das ist auch etwas, was ich in den letzten Jahren immer mehr mache. Wir machen es, wie gesagt, normalerweise in erster Linie eben in diesen Inner Circles. Aber ich finde, gerade in solchen Phasen wie jetzt ist es so extrem wichtig, dass wirklich viele Leute das wirklich wissen. Und ich finde es manchmal ein bisschen schade, tatsächlich, dass sich manchmal viele auch gar nicht so massiv dafür interessieren, sondern nur immer sehr oberflächlich an das Thema rangehen, weil das Geld wird damit verdient, dass man weiß, was passiert im Markt. Natürlich handeln wir alle technisch, wir wissen, wie wir einsteigen müssen, wir haben unsere Handelssetups, setzen unsere Stops. Aber wenn man weiß, was als nächstes passiert in einem Markt, ist das halt so unfassbar. Und damit kann man einfach so, ja, so unfassbar viel Geld verdienen. Und ich würde mir wünschen, dass sich mehr tatsächlich für dieses Thema am Ende des Tages interessieren und damit sich auch auseinandersetzen. Wir hatten beim letzten großen Marktausblick bei uns, das hat uns riesig gefreut, da hatten wir tatsächlich über 600 Anmeldungen gehabt. Das war natürlich massivst gewesen. Also da sieht man, da war die Gruppe dann schon anders, aber das ist dann auch nochmal anders als hier, weil hier natürlich auch viele Trader sind und die schauen halt einfach und deswegen freue ich mich über jeden, der heute hier ist. So, jetzt sehe ich gerade, Fragen sind keine weiteren da. Ich warte jetzt mal noch ein bisschen, haben sonst noch 5 Minuten. Wenn noch Fragen sind, nehme ich die gerne auf. Alexander schreibt auch, wäre beim Inner Circle dann auch demnächst gerne dabei, können wir am 24. Mai mal drüber sprechen. Ja, können wir drüber sprechen. Ist einfach, wie gesagt, eine Gruppe, die sich einfach irgendwann mal aus großen Kunden zusammengefunden hat, mit denen ich einzeln oft im Austausch bin. Wir arbeiten gerade daran, das Ganze, ich sag einfach mal so, als kleine Gruppe zu machen, vielleicht mit 10, 20, maximal 25 Leuten, wo man sich vielleicht alle 14 Tage austauscht, würden das Ganze dann auch entweder die Kunden direkt ansprechen, von denen wir glauben, dass es da passend ist, einfach auch von der Kontogröße her und vom Interesse, weil beides muss irgendwie ja auch zusammenpassen, oder wir machen vielleicht tatsächlich im Newsletter auch mal einfach eine Umfrage, damit wir ungefähr einordnen können, für welche Kunden das in Frage kommen kann. Also wenn ihr Interesse habt, schreibt, nehmt, geht einfach bei uns in den Newsletter rein, meldet euch da an, ist kostenfrei und dann werdet ihr auf jeden Fall erfahren, wenn wir das vielleicht nach meinem Sommerurlaub vielleicht dann machen, weil ich bin jetzt die nächsten Wochen noch viel unterwegs, bin jetzt im Mai noch auf Mallorca und dann im Jahr noch Österreich und Spanien und ab August bin ich aber dann wieder zurück und dann auch haben wir dann Zeit, solche Projekte anzugehen. So, dann sagt doch noch mal bitte was zu Nike, NKE. Dann machen wir das doch gerne. So, Nike eigentlich schon seit Wochen hier schöner Short gewesen. Was immer nicht so geil ist, sind diese technischen Erholungen hier, die so stark dann sind. Ist aber eigentlich nicht so schlimm, weil jeder, der Short ist, sollte dann hier an dieser Stelle spätestens ausgestoppt worden sein. So, das heißt also, hier war man eigentlich nicht dabei.
Jetzt entwickelt sich aber wieder nach dem Doppelhoch, was wir hier, eigentlich haben wir hier ein Dreifachhoch gehabt, das, was eigentlich folgen muss, nämlich ein neuer Short. Und das ist eigentlich cool. Der Markt läuft also hier wieder runter, hat hier das gemacht. Hier hat hier dieses Tief durchbrochen, ist also eigentlich ein sehr schöner Short. Ich könnte mir auch gut vorstellen, hier unten drunter einen Short wieder aufzumachen mit einem Stop hier oben drüber. Wenn man das vom Risk Management hinbekommt, sind ja ungefähr $8. Da muss man schauen, ob das passt oder ob man eher im Stundenchart hier agieren möchte. Ansonsten so blind auf dieser Stelle einsteigen, wäre mir jetzt ein bisschen zu ja, Stopp ist einfach zu weit weg, ne? Also seht ihr selber, 124 zu 140, das sind schon 10, 12%. Mag ich nicht. So, TeamViewer, ja, das ist eine Software, mit der ich arbeite oder lange Zeit gearbeitet habe, jetzt nicht mehr. TMV. So, und hier sieht man, ja, habe ich wohl eine gute Entscheidung getroffen, dass ich TeamViewer nicht mehr habe. Also hier geht es eigentlich nur noch bergab und ja, also long auf gar keinen Fall, ne? Weil heißt nicht, dass die Aktie hier nicht mal 50% machen kann, ne? Also auf 15. Aber ne? Also wenn ihr selber den Chart anschaut, also da kann man eigentlich nur short traden wollen. Ich glaube, wenn die Aktie unter 10 fällt, dann ist hier, gehen hier auch die Lampen komplett aus, mal abgesehen davon. Wir haben hier einen Bodenbildungsversuch gehabt. Wenn es da durchrutscht, dann kommen jetzt wieder die ganzen Charttechniker, die sagen, naja, dann haben wir auch Schulter, Kopf, Schulter und den ganzen Rudelisch, aber darum geht es gar nicht, sondern wenn hier die Tiefs gebrochen werden bei 10, 50, 10, 70, 10, 80, dann wird hier, glaube ich, das Licht auch ausgemacht. So, Uwe schreibt, Top-Webinar, Mario, liebe Grüße. Ja, Uwe, du bist wahrscheinlich wieder auf den Kanaren, auf Teneriffa. Wir werden im Juli nachrücken für viele Wochen dann nach Fuerteventura. Könnt ihr mal schauen, vielleicht schnacken wir mal, ob wir uns treffen wollen oder so. Würde mich auf jeden Fall freuen, dich mal wieder zu treffen. So, ATVI. So, das ist ja mal spannend, diese Aktie. Also da sieht man mal, was Quartalszahlen so machen, ne? Also hier die Quartalszahlen waren schlecht. Buff, Aktie sich erholt, dann runter, dann nächsten Quartalszahlen hoch. Wurden allerdings mehr gefeiert, als sie dann tatsächlich gut war. Die Aktie hat dann hier sehr, sehr lange korrigiert. Ehrlich gesagt, wenn ich so eine Aktie sehe, also ich glaube nicht, dass das ein Short-Kandidat ist, auch wenn die jetzt hier man das annehmen könnte, weil die Aktie hier runterkommt. Aber man darf halt nicht vergessen, die war vorher bei 65, ist hier hoch bis knapp 90. Das sieht hier auch nicht gut aus. Also sie ist für mich kein Long und auch kein Short. Also hundertprozentig alle, die aus der Trader-Ausbildung kommen, wissen es eigentlich auch, ist eigentlich eine Position, die ich nicht haben möchte. Long nach der Nachricht, weil Warren Buffett aufstockt. Ja, wie gesagt, als Investor ist es immer anders als Trader. Ich bin großer Freund von Warren Buffett, habe selber, ich wollte gerade schon sagen, Arsch voll Aktien, sorry, aber eine ganze Menge von den Aktien im Depot. Langfristig, das werden auch immer, jedes Jahr werden es mehr. Ich mag seinen Anlagestil. Langfristig ist es ein Baustein meines Langfristportfolios. Mein Ziel ist ja als Langfristinvestor 20% pro Jahr zu machen. Da gehören auch dann solche Sachen rein wie Berkshire Hathaways, die zwar nur knapp 10% bringen, aber dafür hat man ja auch andere Dinge, die deutlich besser laufen, wie Unternehmensbeteiligung oder auch Uhren und solche Sachen oder eben auch Millionendepot. Aber ja, also als Investor kann sein, aber als Trader weder Long noch Short für mich. So, dann schreibt Fabian. Hallo lieber Mario, vielen Dank für deine Zeit, deine Analysen. War wie immer sehr hilfreich. Wünsche dir noch einen schönen Abend. Freue mich aufs nächste Mal. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Fabian. Danke dir. So, dann Alexander noch. ATVI Übernahmeangebot. Ah, deswegen ist es hier so massivst nach oben gegangen. Okay, glaube bei 95. Das ist so ein ähnliches Ding dann, Alexander, wie bei Twitter, als diese Übernahme bei Twitter gekommen ist, also das Übernahmeangebot von Elon Musk. Der kurze Trade, den ich da gemacht habe, gar nicht markttechnisch, sondern wirklich rein,
bis auf den Preis des Übernahmepreises, dann wieder raus, 48 Stunden später, und danach gab es ja echt Probleme damit mit der Aktie. Habe ich auch noch zweimal danach getradet, auch dann nicht gerade erfolgreich, muss man auch dazu sagen, gehört auch dazu. Finde ich, ist auch wichtig, dass man das auch an dieser Stelle sagt, dass auch mal Trades nicht funktionieren. Sonst glauben immer alle nur, dass wir alle nur super erfolgreich sind. Ja, sind wir, aber wir haben auch 40% Verlust-Trades. Das darf man auch hier an so einer Stelle, glaube ich, auch sagen und sollten wir auch, weil erstens dient es der Offenheit und auch der Glaubwürdigkeit und auf der anderen Seite für einen selber auch, wenn man selber nur 50% Trefferquote hat, weiß man, die anderen sind auch nicht besser. Also das ist auch wichtig. So, und dann haben wir noch, Benjamin schreibt auch noch, wieder mal tolles informatives Webinar. Ja, dann ist das, glaube ich, auch ein gutes Schlusswort. Freue mich auf Frankfurt. Ja, in 2 Wochen sind wir in Frankfurt oder in 3, freue ich mich auch. Riesenveranstaltung. Machen wir Treffen der Leute, die in der Trader-Ausbildung sind, die ganzen Teilnehmer und auch die des Millionendepots sind live mit dabei. Alexander schreibt auch, ist mit dabei. Super, also ich freue mich drauf. Also wir sind im Steigenberger, das wird eine geile Veranstaltung mit ganz viel Technik und tollen Gästen und ich werde da auch richtig Gas geben. Also freue mich richtig, dass ihr dabei seid. So, wir haben eine Punktlandung gelandet, 19 Uhr. Vielen Dank an euch alle für diese vielen coolen Fragen, die ihr gestellt habt, dass wir wirklich eine Punktlandung hingelegt haben, ist super. Dann schaffe ich das tatsächlich noch. Ich habe jetzt gleich noch einen Termin zum Spargelessen, freue ich mich auch mit einem Kunden und wünsche euch einen schönen Abend, eine erfolgreiche Zeit, vor allen Dingen viel Erfolg im Trading, ganz, ganz wichtig, passt auf eure Positionen auf und wenn es mit dem Trading noch nicht so gut klappt, bleibt da bitte dran, es dauert einfach, ich habe auch über ein Jahr gebraucht, um langfristig profitabel zu sein und wenn ihr sagt, bin ich noch nicht und ich würde gerne mehr lernen, dann kontaktiert uns gerne, mich oder mein Team und zu einem kostenlosen Erstgespräch helfen wir euch sicherlich gern, wie ihr die ersten Schritte machen könnt. Das war's von mir, ich gebe zurück dann an FX Flat. Danke dir, Mario. Ja, vielen Dank an dich. War ein super Webinar. Super. Danke auch an die Teilnehmer. Zahlreich dabei, super aktiv im Chat. Ich habe dem nicht viel hinzuzufügen. Bleiben Sie alle gesund. Und wie Mario schon gesagt hat, passen Sie auf die Positionen auf. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, schönen Abend. Ciao, ciao. Ciao, ciao.